Wir steigen ein in Brels Welt des katholischen Belgiens der 40er, 50er Jahre. Wie war das denn damals, ces gens-là, bei den Leuten da? Erstmal ist da der Älteste, wie ein fettes Pelztier, eine Nase wie eine Birne, der hat kaum mehr Gehirn, weißt du, alles weggesoffen, vom Saufen völlig dumm, macht keinen Finger krumm, kriegt einfach nichts mehr hin, ist komplett weich gekocht. Und denkt, er ist der King. Jeden Abend zugedröhnt mit selbstgebranntem Küm und morgens in der Kirche sitzt er da und stöhnt, stramm wie sieben Russen, bleich wie eine Zuckerrübe, die Augen trübe und brabbelt Stuss. Nichts für ungut, weißt du, aber bei den Leuten da, da will man nicht. Da will man nichts. Man muss. Dann ist da der andere, die Haare voll Karotten. Wenn der sich kämmen täte, ist böse wie eine Kröte, aber gibt sein letztes Hemd für arme Hugenotten. Der heiratet Charlotte, ein Mädchen aus dem Dorf, naja, einem anderen Dorf, aber damit nicht genug. Der macht seine Geschäftchen mit seinem dünnen Bärtchen und seinem kleinen Jäckchen und macht ein Gehabe, als wäre er ein Scheich. Das Ganze ein Betrug, arm wie eine Küchenschabe und tut, als wäre reich. Nichts für ungut, weißt du. Aber bei den Leuten da, da lebt man nicht. Da lebt man nicht. Man schleicht. Und dann ist da der Rest. Die Mutter, die nicht spricht. Von morgens bis abends. Bitter und vergrenzt mit Märtyrergesicht. Und im Bilderrahmen thront der Herr Papa seit 7 Jahren begraben. Und unten seine Truppe schlürft kalte Tütensuppe. Und das geht immer so. Das geht immer so. Und dann ist da die Alte, die tattert und vibriert. Und wartet, dass sie stirbt und keiner hört zu, was ihre Hand erzählt. Die wollen nur ihr Geld. Nichts für ungut, weißt du, aber bei den Leuten da, da sorgt man nicht. Da sorgt man nicht. Zählt. Und dann ist da Marie schön wie das Sonnenlicht und ja, Marie liebt mich und ich liebe Marie. Oft malen wir uns aus, wir bauen uns ein Haus mit Mauern aus Perlmutt, mit Gläsern und Streben und da wollen wir leben und da geht es uns gut, doch dann vergeht ihr Mut und dann verlöscht das Licht, denn die anderen wollen das nicht. Die anderen wollen das nicht. Die anderen sagen dann, sie ist zu schön für mich und ich tauge da nur, um Katzen zu erwürgen. Das habe ich nie getan. Oder ist es lange her? Das weiß ich jetzt nicht mehr. Die Katze roch so sehr. Jedenfalls wollen sie es nicht. Jedenfalls wollen sie es nicht.
Manchmal, wenn wir uns sehen, scheint es, sie sagt kein Wort. Doch ihre feuchten Augen sagen, sie wird gehen, sie wird mit mir gehen. Und für den Moment, nur für den kleinen Moment, möchte ich ihr glauben, weißt du. Nur für den Moment, nur für den kleinen Moment. Aber bei den Leuten da, da geht man nicht fort. Da geht man nicht fort, weißt du. Da geht man nicht fort. Aber es ist spät, weißt du. Ich muss jetzt heim zu mir.